Sonntag das Spiel gegen Viktoria Selo. Unsere Frage, habt ihr das Spiel gegen Tennis Borussia erstmal überstanden oder was sagst du dazu? Na klar, also nach dem Spiel gegen TB war ja eine Niederlage 3:0, muss man erstmal verdauen, eine Nacht drüber schlafen. Aber wir sind leider, was heißt leider, wir sind im Männerbereich, wo man das halt abhaken muss und sich am nächsten Tag schon für die neue Aufgabe konzentriert. Von Montag war es schon an klar, dass wir gesagt haben, okay, Sonntag gegen Viktoria Selo, volle Kanne darauf vorbereiten. Wie war die Woche? Könnt ihr, sind alle gesund oder habt ihr Verletzte zu vermelden? Alle am Top durchgezogen, das heißt keine Ausfälle. Sehr intensive Leistung, auch von Intensität her. Würde jetzt nicht sagen, dass einer wirklich nachgelassen hat. Man hat wirklich gesehen, förmlich, einer pusht den anderen auf. Motivation, Konzentration war da. Denke mal, alle sind top drauf. Geht man in der Woche dann noch auf TB ein, was man taktisch falsch gemacht hat, oder geht man schon Richtung Gegner? Na, man kann es nicht so direkt sagen. Es sind ja zwei unterschiedliche Vereine mit zwei verschiedenen unterschiedlichen Strukturen, die anders spielen, ganz anders aufgestellt sind, auch in der Breite her, von Personal her, wie die spielen. Klar überfliegt man die Situation, die man gegen TB falsch gemacht hat. Aber wesentlich ist man auf Viktoria Selo vorbereitet, konzentriert, weil die einen ganz anderen Fußball spielt, sodass man sich daraufhin fokussiert. Jetzt sind wir ja schon beim Gegner über Selo. Die haben ja gegen Anker Wismar verloren. Und weiß man noch was über den Gegner? Könnt ihr überhaupt Informationen bekommen? Na, nach dem ersten Spieltag konnten wir leider keinen schicken. Man war eher auf das TB-Spiel fokussiert, sodass wir kaum Sequenzen hatten. Allerdings durch guten Trainerpool, Freunde, Freundeskreis, die man kennt, kommt man immer wieder auf ein paar Insider-Sachen ran, die man halt überarbeitet, überfliegt, und Statistiken, die man halt auswerten kann, wo man dann sagt, okay, aber am Ende ist es natürlich wichtig, wie wir spielen, unsere Marschroute aufzusetzen und dann zu sagen, so, okay, wir fokussieren uns darauf.